Hallo zusammen! Trotz der Tatsache, dass sie eine der am meisten erforschten Kulturen und Länder der Menschheitsgeschichte ist, birgt das alte Ägypten bis heute viele Geheimnisse, die ungelöst bleiben. Es ist leicht anzunehmen, dass wir alles, was es über diese alte Zivilisation zu wissen gibt, aufgedeckt haben, aber das ist weit von der Wahrheit entfernt. Tatsächlich sind einige der Fragen, die Wissenschaftler heute noch rätseln lassen, so rätselhaft, dass sie ihnen Schauer über den Rücken jagen. Los geht's! Prudhoe-Löwen. Die Prudhoe-Löwen, auch bekannt als die Soleb-Löwen, sind ein paar monumentaler roter Granitskulpturen aus dem alten Ägypten, die aus dem 18. Jahrhundert um 1370 vor Christus datieren. Ursprünglich dienten die Löwen als Wächter für den Tempel von Soleb in Nubien, der von Amenophis III. Erbaut wurde. Die Löwen tragen verschiedene Inschriften, die darauf hinweisen, dass sie im Laufe der Geschichte von verschiedenen Herrschern wiederverwendet wurden, zusammen mit den Taten einiger dieser Herrscher. So wissen wir beispielsweise aus den Inschriften, dass Tutanchamun den Tempel erneuerte, während Eje, Tutanchamuns Nachfolger, die Löwen versetzte. Im 3. Jahrhundert vor Christus wurden die Löwen von Amanislo, einem kuschitischen König von Meroe, in die südliche Stadt Jebel Barkal umgesiedelt. Amanislo ließ auch seinen Namen auf den Löwen eingravieren und setzte damit die Tradition fort. Im frühen 19. Jahrhundert sammelte Lord Prudhoe die Löwen aus Jebel Barkal und ließ sie nach Kairo in London verschiffen. Die Löwen sind einzigartig, da sie in einer entspannten, naturalistischen Pose liegen, auf ihren Seiten mit dem Kopf zur Seite gedreht und den vorderen Pfoten überkreuzt, anstatt in der traditionelleren, steiferen Pose des Sphinx oder Löwen mit dem Kopf nach vorne gerichtet und den Pfoten nach vorne ausgestreckt. Sammlung von Widderköpfen. Bei einer Ausgrabung Anfang 2023 im Tempel von Ramses II. In Abydos im südlichen Ägypten entdeckte ein Team des Instituts für das Studium der alten Welt der New York Universität mindestens 2000 mumifizierte Widderköpfe, die auf die ptolemäische Periode zurückgehen, zusammen mit verschiedenen anderen Tierresten. Die Entdeckung bietet Einblicke in die Städte über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahrtausenden. Die mumifizierten Widderköpfe gelten als Votivgaben, die eine anhaltende Verehrung für Ramses an der Stätte etwa 1000 Jahre nach seinem Tod anzeigen. Das Team fand auch eine große palastartige Struktur mit Wänden, die ungefähr 5 Meter dick sind, aus der alten Königreichszeit der 6. Dynastie, mehrere Statuen, Papyri, antike Baumreste, Ledergewänder und Schuhe. Die Struktur zusammen mit den Tierresten erweitert das Wissen über die Städte bis zur ptolemäischen Periode. Abydos, gelegen im Gouvernement Sohag, ist eine wichtige archäologische Stätte in Ägypten, die als Nekropole für die frühe altägyptische Königsfamilie diente und ein Pilgerzentrum für die Verehrung des Gottes Osiris war. Die jüngsten Entdeckungen bieten eine Gelegenheit, das Gefühl der alten Landschaft von Abydos vor dem Bau des Ramses-Tempels wiederherzustellen. Mumienkopf. Das Geheimnis eines enthaupteten Mumienkopfes, der auf einem Dachboden eines britischen Arztes entdeckt wurde, konnte teilweise gelöst werden, nachdem das erstaunliche Artefakt Mitte 2022 erstmals gefunden wurde. Der altägyptische Mumienkopf gehörte einer Frau, die vor über 2000 Jahren lebte, wie durch eine Computertomographie festgestellt wurde, die auch offenbarte, dass ihre Zunge bemerkenswert gut erhalten war, während ihre Zähne Anzeichen einer rauen Ernährung zeigten. Trotz dieser Entdeckungen ist der genaue Ursprung des Kopfes immer noch unbekannt. Forscher glauben, dass der Kopf möglicherweise im 19. Jahrhundert als Souvenir aus Ägypten zurückgebracht und als Erbstück weitergegeben wurde. Die Viktorianer waren von Mumien fasziniert und veranstalteten Auswickelpartys, bei denen sie sich an dem Prozess des Abwickelns der Bandagen von den Körpern erfreuten. Das Forscherteam, das an dem Kopf arbeitet, wird als nächstes DNA-Tests an den antiken Überresten durchführen, gefolgt von Radiokarbondatierungen, und hofft, im nächsten Schritt ihrer wissenschaftlichen Untersuchung das Gesicht der Frau zu rekonstruieren, bevor sie ihre Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlichen. Die Forscher hoffen, ein weiteres Verständnis der Mumifizierungspraktiken im alten Ägypten zu bieten. Tutanchamuns Bett. Neue Forschungen deuten darauf hin, dass König Tutanchamun möglicherweise auf der ersten Version eines modernen Campingbettes geschlafen hat. Forscher der Musashino-Universität in Tokio analysierten ein kleines Modell des Bettes aus dem Gabbeln Ägyptens und deuten darauf hin, dass es das erste jemals dreiteilige klappbare Lagerbett war.
Das Bett, das Howard Carter im Jahr 1922 entdeckte, bestand aus 4 hölzernen Löwenbeinen zusammen mit Kupferlegierungstrommeln, die den Großteil des Gewichts trugen. Die aufwendige Holzbeinform des Bettes machte das Zusammenklappen zu keiner leichten Aufgabe, aber die Designer verwendeten geniale Scharniere über den Beinen, um die Belastung von den Scharnieren zu nehmen. Forscher glauben, dass das Bett Einblicke in die Erwartungen König Tutanchamuns bietet, da er einen Klumpfuß hatte, der ihn daran hinderte, ohne Stock zu gehen. Trotzdem träumte er vom Campen und Jagen, so Naoko Nishimoto, eine der Forscherinnen, die an dem Projekt arbeiteten. Obwohl der gebrechliche junge König möglicherweise nie an langen oder anstrengenden Expeditionen teilgenommen hat, liebte er dennoch die Idee des Jagens und Campens. Sein Campingbett ist inhärent poetisch. Das Bett wurde speziell für König Tutanchamun angefertigt und sichtbare Spuren von Versuchen und Irrtümern zeigen, dass die Handwerker, die an der Bettherstellung beteiligt waren, keine anderen dreifach faltbaren Betten als Referenz hatten. Bevor wir fortfahren, möchte ich Sie bitten, den Kanal zu abonnieren. Es kostet nichts. Zusammen sind wir stärker. Ägyptische Gefäße. Eine innovative wissenschaftliche Studie hat entdeckt, dass Artefakte aus einem alten ägyptischen Grab nach 3400 Jahren ohne Berührung immer noch Gerüche abgeben. Die Gefäße, die Bienenwachs, getrockneten Fisch, Obst und möglicherweise Bier enthalten, wurden von Archäologen und analytischen Chemikern analysiert, indem sie Beutel um die Krüge legten, um die Luft für die Massenspektrometrie zu sammeln. Die Analyse des Projekts wurde vor Ort durchgeführt, um jedes Risiko für die Artefakte während des Transports zu vermeiden. Die Entdeckung wurde im Ägyptischen Museum in Turin in Italien gemacht, wo die Kuratoren seit vielen Jahren die Gerüche bemerkt haben, die aus den Krügen strömen. Die in der Zeitschrift für archäologische Wissenschaft veröffentlichte Studie demonstrierte, dass diese neue Methode der Inhaltsanalyse die Erhaltung der Artefakte ermöglicht und den Bedarf an invasiven Forschungsmethoden verhindern kann. Die Krüge stammen aus dem Grab der wohlhabenden Ägypter Ka und Merit, die 1906 ausgegraben wurden und gehören zu den vollständigsten nichtköniglichen Grabstätten, die jemals entdeckt wurden. Die erhaltenen Inhalte umfassen Laibe Brot, Körbe mit Obst, Fleisch, Gewürze und sogar Fett. Möbel, Kleidung und gut erhaltene mumifizierte Überreste von Ka und Merit bilden auch einen Teil der Schätze des Grabes. Mumienmaske von Wendjebauendjet. Die goldene Totenmaske von Tutanchamun mag die berühmteste ihrer Art sein, die je in Ägypten gefunden wurde, aber sie ist sicherlich nicht die einzige. Die exquisite Totenmaske von Wendjebauendjet, einem Armeegeneral von Psusennes I., ist ein wahres Meisterwerk. Die Maske wurde aus Gold gefertigt und mit farbigem Glaspaste verziert, was die atemberaubenden Augen und Augenbrauen schuf. Die Maske bedeckte das Gesicht, den Hals und die Ohren des Generals und endete an der Stirn, wo 6 kleine perforierte Zungen sie am Kopf der Mumie befestigten. Die Gesichtszüge von Wendjebauendjet sind akribisch detailliert und präsentieren ein idealisiertes Bild des Generals mit einem leichten Lächeln. Die Nase ist perfekt geformt und die Lippen sind schmal und fleischig. Interessanterweise sind die Ohren nicht symmetrisch, wobei das linke weiter hervorsteht als das rechte. Das Grab des Generals, das in der königlichen Nekropole von Tanis von Pierremonte gefunden wurde, enthielt nicht nur die goldene Maske, sondern auch zahlreiche Schmuckstücke, einschließlich Brustschmuck, Ringe, Armbänder und Goldstatuetten. Die bemerkenswertesten Funde des Grabes waren 3 zarte Schalen aus Gold und Silber sowie eine Lapislazuli-Statuette eines Mondes in seiner Widderform. Zusätzlich wurden 4 Kanopenkrüge und viele Ushebtis außerhalb des Sarkophags gefunden. Davis Kamm. Der Haarkamm, verziert mit Reihen wilder Tiere, auch bekannt unter dem prägnanteren Titel des Davis Kamms, ist ein fein geschnitzter Elfenbeinkamm aus der späten Nakada dritte Periode, der auf etwa 3200 bis 3100 vor Christus datiert wird. Er zeigt den hohen Standard ägyptischer Künstler sogar vor dem Alten Reich. Der Kamm soll Teil der Begräbnisausrüstung einer Eliteperson gewesen sein, die vor etwa 5200 Jahren lebte. Obwohl Teile der Kammzähne fehlen, deutet die detaillierte Dekoration darauf hin, dass es sich um ein zeremonielles Objekt und nicht nur um ein Haaraccessoire handelte. Der Kamm ist auf beiden Seiten mit Tieren in horizontalen Reihen geschmückt, was eine räumliche Organisation ist, die in späterer ägyptischer Kunst vertraut werden würde. Diese Tiere umfassen Elefanten und Schlangen, wartende Vögel und eine Giraffe, Hyänen und vielleicht Wildschweine.
Ähnliche Anordnungen dieser Kreaturen auf anderen geschnitzten Elfenbeinartefakten deuten darauf hin, dass die Anordnung und Auswahl der Tiere nicht zufällig war. Die zusammen dargestellten Elefanten und Schlangen könnten symbolisch gewesen sein, da die Mythologien vieler afrikanischer Völker sie mit der Erschaffung des Universums in Verbindung bringen. Die oberste Reihe des Kamms könnte eine schöpferische Gottheit symbolisieren, der die restlichen Tiere ihre Existenz verdanken. Kinder von Ramses II. Ramses II. Hatte zwischen 48 und 50 Söhnen und 40 bis 53 Töchtern, und Beweise dafür existieren auf mehreren alten Monumenten. Ramses machte keinen Unterschied zwischen den Nachkommen seiner ersten beiden Hauptfrauen Nefertari und Isetenofret. Die ersten paar Söhne und Töchter beider Königinnen wurden auf Statuen am Eingang des größeren Abu-Simbel-Tempels dargestellt. Neben Nefertari und Isetenofret hatte Ramses während seiner Herrschaft 6 weitere königliche Ehefrauen, einschließlich seiner eigenen Töchter Bentanat, Meritamon, Nebetawi und Henutemire, die nach einer anderen Theorie seine Schwester war, und 2 Töchter von Hattusili III., König von Hatti. Außer der ersten hethitischen Prinzessin Marthorne Ferure und möglicherweise Bentanat ist bekannt, dass keine Kinder für den Pharao geboren haben. Listen von Prinzen und Prinzessinnen wurden an verschiedenen Orten gefunden, einschließlich des Ramesseums, Luxor, Wadi es-Sebua und Abydos. Ramses' Söhne wurden in Darstellungen von Schlachten und Triumphen gezeigt, wie in der Schlacht von Kadesh und der Belagerung der syrischen Stadt Dapur zu Beginn seiner Herrschaft. Ramses' Bemühungen, seine Kinder auf Monumenten darzustellen, widersprechen der früheren Tradition, königliche Kinder, insbesondere Jungen, im Hintergrund zu halten, es sei denn, sie hielten offizielle Titel. Die Waffe Kopesh. Wäre Ägypten in der Antike so mächtig geworden, wie es war, wenn es nicht den Kopesh gegeben hätte? Das ist eine schwierige Frage, aber es gibt viele Menschen, die denken, dass dieses Schwert eine Schlüsselrolle dabei spielte, den Ägyptern beim Aufbau eines Imperiums zu helfen. Das gekrümmte Schwert war die Standardausrüstung für ägyptische Krieger während der Bronzezeit. Es ist der älteste Schwertstil in Nordafrika und erheblich effizienter als alle auf dem Schlachtfeld verfügbaren Waffen der Feinde Ägyptens zu jener Zeit. Der Kopesh wurde jedoch nicht in Ägypten erfunden. Es wird angenommen, dass die ersten Klingen dieser Art vor etwa 4500 Jahren von den Mesopotamiern geschaffen wurden. Es gibt auch eine Darstellung des sumerischen Herrschers Eannatum von Lagash, der einen Kopesh in der Stele der Geier führt, die ebenfalls rund 4500 Jahre alt ist. Ägypten griff die Idee vor etwa 3500 Jahren zur Zeit des Neuen Reiches auf und verwendete sie, um Invasionen der Seevölker abzuwehren. Das benachbarte Kanaan war in diesem Unterfangen weniger erfolgreich, was möglicherweise einfach daran lag, dass sie nicht den Kopesh zur Verfügung hatten. Die Rote Pyramide. Die Rote Pyramide, auch bekannt als die Nordpyramide, ist eine der größten Pyramiden, die sich in der Nekropole von Dahschur in Kairo in Ägypten befindet. Errichtet aus roten Kalksteinblöcken, war die Pyramide ursprünglich mit weißem Tura-Kalkstein verkleidet, der bis auf einige wenige Reste an der Basis mittlerweile entfernt wurde. Die Rote Pyramide gilt als Ägyptens erster erfolgreicher Versuch, eine echte glattseitige Pyramide zu konstruieren, und ist die drittgrößte im Land, nach denen von Cheops und Chepren in Gizeh. Die Rote Pyramide wurde vom altägyptischen Pharao Snofru zwischen 2755 Geda und 2751 vor Christus erbaut. Ägyptologen sind sich uneinig über die Bauzeit der Pyramide, mit Schätzungen, die von 10 bis 17 Jahren reichen. Archäologen spekulieren, dass das Design der Roten Pyramide von der Ingenieurskrise beeinflusst wurde, die während des Baus von Snofrus früheren Pyramiden, der Pyramide in Meidum und der Knickpyramide, erfahren wurde. Heute ist die Rote Pyramide für Touristen geöffnet und verfügt über einen seltenen Pyramidion oder Abschlussstein, der ausgestellt ist. Besucher steigen Stufen zu einem Eingang hoch auf der Nordseite, der zu Kammern mit Korbbogendächern führt, die über 12 Meter hoch sind. Sarkophag von Ptah-em-Uya. Es gibt so viel zu graben und zu entdecken auf der Stätte von Saqqara, der größten antiken Nekropole in Ägypten, dass die Arbeiten an der Stätte wahrscheinlich noch lange, nachdem wir und jeder, der dieses Video sieht, verstorben sind, andauern werden.
Erstaunliche Entdeckungen werden dort fast jede Woche gemacht, einschließlich des 3200 Jahre alten Sarkophags eines hochrangigen königlichen Sekretärs, der im September 2022 entdeckt wurde. Der Sarkophag, der für seine ungewöhnliche rot-rosa Farbe bekannt ist, gehörte einem Mann namens Ptah-Mu-Ya, der unter Ramses II. Diente und eng mit dem Pharao zusammengearbeitet hätte. Sein vollständiger Titel war königlicher Sekretär, oberster Viehüberwacher, Leiter des Schatzamtes des Ramesseums, welches Ramses Totentempel in einer anderen Nekropole in Luxor war. Darüber hinaus war Ptah-Mu-Ya auch für göttliche Opfergaben an alle verschiedenen Götter von Ober- und Unterägypten verantwortlich. Mit anderen Worten, er muss ein sehr beschäftigter Mann gewesen sein. Vielleicht starb er an Erschöpfung. Der Deckel des Sarkophags wurde irgendwann in der fernen Vergangenheit gebrochen. Aber es ist unmöglich zu wissen, ob zum Zeitpunkt des Bruchs etwas gestohlen wurde. Statuen von Sachmet. Die Ägypter waren allen ihren Zeitgenossen in Kunst und Handwerk voraus. Um dies zu beweisen, hier sind 27 antike königliche Statuen von Sachmet, der löwengesichtigen alten ägyptischen Kriegsgöttin. Die Entdeckungen wurden auf der Stätte des Tempels von Amenophis III. Am Westufer von Luxor gemacht. Jede der Statuen ist aus schwarzem Granit gefertigt, einem schwierigen Material, das mit einem bestimmten Grund im Sinn gewählt worden sein muss. Vielleicht war der Grund die Langlebigkeit. Wenn ja, war es eine gute Wahl, denn die Statuen sind tausende von Jahren später immer noch bei uns. Die meisten Skulpturen sind mehr als 2 Meter groß, obwohl es auch ein paar kleinere gibt, die die Göttin zeigen, wie sie auf einem Thron sitzt und das ägyptische Symbol des Lebens in ihrer linken Hand hält. Der Tempel ist eine enorme Sichtweite, die fast 300.000 Quadratmeter umfasst. Um das in Kontext zu setzen, ist es so groß wie 30 Fußballfelder. Archäologen denken, dass er vor etwa 3200 Jahren größtenteils durch ein Erdbeben zerstört wurde. Es gibt noch viel mehr Ausgrabungsarbeit am Tempel zu tun, sodass noch mehr Statuen und andere Artefakte ausgegraben werden könnten. Lederrüstung. Unsere alten Vorfahren experimentierten auf dem Schlachtfeld ständig mit vielen verschiedenen Formen von Rüstungen, immer auf der Suche nach einem Material, das den richtigen Ausgleich zwischen Schutz und Flexibilität bot. Bevor Metall- und Bronzerüstungen populär wurden, experimentierten die Assyrer mit Rüstungen aus Leder. Hier sehen wir ein Beispiel ihrer Lederrüstung. Sie ist etwa 2700 Jahre alt und wurde in China entdeckt. Die Menge an Arbeit, die in die Herstellung der Rüstung floss, ist unglaublich. Sie besteht aus mehr als 5000 kleinen Stücken und 140 großen Lederschuppen sowie Schnüren und Futter, ebenfalls aus Leder. Das Gesamtgewicht von 4 Kilogramm wäre schwer gewesen, aber leichter und einfacher zu bewegen als fast jede andere Option, die zu dieser Zeit verfügbar gewesen wäre. Wie sie nach China gelangte, ist unbekannt. Ihr Besitzer könnte ein assyrischer Söldner gewesen sein, der in China arbeitete, oder es könnte ein chinesischer Soldat gewesen sein, der die Rüstung von einem besiegten assyrischen Feind geplündert hatte. Einige Historiker haben sogar spekuliert, dass ihre Präsenz in China auf einen bisher unbekannten technologischen Austausch zwischen den beiden Regionen hinweisen könnte. Seltener hethitischer Armreif. Wir fahren fort mit einem wunderschönen hethitischen Goldarmreif, der zufällig von einem Bauern entdeckt wurde, der im März 2022 sein Feld im türkischen Dorf Çitli pflügte. Der Armreif ist etwa 3300 Jahre alt und ist das erste Artefakt seiner Art, das jemals mit figürlichen Darstellungen auf seiner Oberfläche entdeckt wurde. Darüber hinaus ist es auch der erste jemals entdeckte hethitische Armreif mit einem Ring. Die Form war für die Hethiter bekannt, wurde aber bisher nur in ihren Ringsiegeln gesehen. Wir sind glücklich, dass der Armreif seine Begegnung mit der Landwirtschaftsausrüstung, die ihn eingedellt und beschädigt hat, überstanden hat. Er hat bereits einige Konservierungs- und Reparaturarbeiten durchlaufen und wird noch ein wenig mehr durchmachen, bevor er im Archäologischen Museum von Zorum ausgestellt wird. Genug Reparaturarbeiten wurden durchgeführt, um zu bestimmen, dass die Figur im Zentrum des Reliefs die Göttin Ita ist, obwohl die genaue Bedeutung oder Bedeutsamkeit der Szene unbekannt ist. Archäologen führten eine umfangreiche Ausgrabung des Feldes durch, in dem er gefunden wurde, aber es wurden keine weiteren Artefakte entdeckt, sodass die Anwesenheit des Armreifs im Feld unerklärt bleibt. Entdeckte Schätze.
Die antike Stadt Aschkelon in Israel hat sich im Laufe der Jahre als reiches Jagdgebiet für Archäologen erwiesen. Und so bewies es sich erneut im April 2013, als ein paar bemerkenswerte Artefakte an der Stelle gefunden wurden. Ein Team von Archäologen der israelischen Altertümerbehörde entdeckte eine riesige antike Weinpresse und ein winziges keramisches Modell einer Kirche. Die Experten denken, dass beide Objekte aus der frühen byzantinischen Ära des 5. und 6. Jahrhunderts stammen. Die Weinpresse ist massiv, bedeckt eine Fläche von mehr als 28 Quadratmetern und umfasst einen Tretboden, ein Pressbett und drei keramische Behälter zum Sammeln des Weins. Es ist eine der größten und am besten erhaltenen Entdeckungen seiner Art, aber die winzige Kirche soll noch seltener sein. Sie wurde in der Nähe der Weinpresse entdeckt, daher könnte sie von jemandem im Prozess der Weinherstellung fallen gelassen worden sein. Es gibt eine Schlaufenhalterung auf dem Dach der Kirche, was die Experten glauben lässt, dass sie entweder an einer Wand aufgehängt oder an Kleidung befestigt war. Die Experten denken auch, dass einst eine Öllampe hineingesteckt wurde, wodurch kreuzförmige Schatten auf die Wände des Gebäudes, in dem sie platziert war, projiziert wurden. Eine ausgestorbene Spezies. Zeitungsschreiber genießen es, lustige Schlagzeilen zu kreieren. So hatten sie einen Feldtag mit unserer nächsten kürzlichen Entdeckung, als ein Bauer enorme Gürteltierschalen auf seinem Land in Buenos Aires in Argentinien im Februar 2020 fand. Einige der ersten Experten, die am Schauplatz ankamen, sagten der Presse, dass die Schalen etwa die gleiche Größe wie ein Volkswagen-Käfer hätten. Das war genug für die Medien, sie surdimensionale Gürteltiere zu nennen. Ja, wir müssen zugeben, dass es enorm ist. Es ist allerdings nicht ganz korrekt, die Besitzer dieser riesigen Schalen als Gürteltiere zu bezeichnen. Es handelt sich tatsächlich um Glyptodonten, einen alten und viel größeren Vorfahren des Gürteltiers, der vor etwa 20.000 Jahren in dieser Weltgegend lebte und heute ausgestorben ist. Es ist selten, physische Beweise für ihre Existenz zu finden, aber diese argentinischen Beispiele haben den Lauf der Jahre so gut überlebt, weil sie tief in einem schlammigen Flussbett eingebettet wurden. Jetzt, wo sie gefunden wurden, könnten sie allerdings nicht viel länger halten. Sie sind gefährlich den Elementen ausgesetzt, sodass Paläontologen beschlossen haben, die 1-tonnen-schweren Schalen zu extrahieren und sie an einen Ort zu bringen, wo sie sicher untersucht werden können. Sicher, dies ist technisch gesehen keine Archäologie, aber es ist dennoch faszinierend. 700 Jahre alter Damm. Als nächstes gehen wir nach Deutschland, wo im Februar 2022 ein alter Damm direkt unter der Straße im Zentrum Berlins gefunden wurde. Archäologen glauben, dass der Damm mindestens 700 Jahre alt ist. Berlin wurde im Jahr 1237 gegründet, sodass dieser Damm, der sich unter der Stralauer Straße befindet, einer der ersten überhaupt in der Stadt verlegten Dämme wäre. Der Damm aus Holz ermöglichte es Archäologen, ihn mithilfe der Dendrochronologie zu datieren. Die Bäume wurden im Jahr 1238 gefällt und es ist logisch anzunehmen, dass sie unmittelbar nach dem Fällen als Baumaterial verwendet wurden. Das gesamte Holz, eine Mischung aus Birke, Kiefer und Eiche, stammte aus der Berliner Umgebung und Umgebung. Die Planken haben so lange überlebt, weil sie unter dicken Schichten von Torf begraben waren, der ein ausgezeichnetes Konservierungsmittel ist. Es ist wahrscheinlich, dass der Zweck des Damms darin bestand, eine Umgehung eines nahegelegenen Flusses zu bieten und damit eine gangbare Route in die neue Stadt für Händler zu schaffen. Wir bezeichnen diesen Teil der europäischen Geschichte oft als das dunkle Zeitalter, aber es ist klar, dass den Stadtplanern der Zeit weder Wissen noch Fähigkeiten fehlten. Zeitmaschine. Im Jahr 2023 wurde in den Tiefen der Postojna-Höhlen in Slowenien eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht. Lokale Entdecker stießen während einer routinemäßigen Expedition auf einen weiten unterirdischen Saal, der eine bis dahin unbekannte monumentale Struktur enthielt, die Zeitmaschine von Valhendir genannt wurde. Das zentrale Portal, makellos präzise aus massivem Stein gemeißelt, weist rätselhafte Inschriften in einer noch nicht entzifferten alten Sprache auf. Davor scheinen konzentrische Kreise, die in den Boden gemeißelt sind, einen komplexen Mechanismus zu bilden, der auf einen rituellen oder funktionalen Zweck hindeutet. Archäologen und Historiker aus der ganzen Welt sind von der Perfektion und der Technologie der alten Erbauer fasziniert, was Fragen über prähistorische Zivilisationen und deren fortgeschrittenes Wissen aufwirft. Die Entdeckung von Valhendir verspricht, ganze Kapitel unseres Verständnisses über die Vergangenheit und die Fähigkeiten der Menschheit in fernen Epochen neu zu schreiben.
Seit der Entdeckung arbeiten Expertenteams unermüdlich daran, die Geheimnisse der Zeitmaschine von Valhendir zu entschlüsseln. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Struktur mehr als 10.000 Jahre alt sein könnte, was sie zu einer der ältesten bekannten menschlichen Schöpfungen machen würde. Eine der faszinierendsten Theorien besagt, dass die Maschine von einer hochentwickelten Zivilisation gebaut wurde, möglicherweise mit Kenntnissen in Astronomie und Physik, die die der zeitgenössischen Kulturen übertreffen. Die Inschriften auf dem Portal, obwohl noch unentziffert, scheinen komplexe mathematische Muster und Darstellungen von Sternbildern zu enthalten, was auf eine Verbindung zwischen dem Artefakt und dem Kosmos hindeutet. Eine interessante Entdeckung wurde von einem Team von Linguisten gemacht, die Ähnlichkeiten zwischen den Inschriften von Valhendir und alten Schriften in Ruinen in Mexiko und Indien feststellten, was darauf hindeuten könnte, dass diese mysteriöse Zivilisation globalen Einfluss hatte. Dies stellt die traditionelle Ansicht in Frage, dass alte Kulturen isoliert und ohne Kontakt zueinander waren. Dennoch bleibt die wahre Funktion der Zeitmaschine von Valhendir ein Rätsel. Einige spekulieren, dass sie für Zeitreisen genutzt wurde, während andere glauben, dass sie als Kommunikationsgerät mit kosmischen oder interdimensionalen Wesen diente. Die Struktur der konzentrischen Kreise auf dem Boden ist ebenso geheimnisvoll, wobei einige vermuten, dass es sich um einen fortschrittlichen astronomischen Kalender oder sogar um eine unbekannte Energiequelle handeln könnte. Während die Untersuchungen fortschreiten, ist die Post-Euna-Höhle zu einem Ort von intensivem touristischem und wissenschaftlichem Interesse geworden und zieht Besucher und Forscher aus der ganzen Welt an. Die Entdeckung von Valhendir nährt nicht nur die kollektive Vorstellungskraft, sondern fordert auch einen neuen Blick auf die Vergangenheit der Menschheit und ihre erstaunlichen Fähigkeiten. Die Antworten könnten in den Tiefen der Höhle vergraben sein und warten darauf, von denen enthüllt zu werden, die mutig genug sind, die Geheimnisse von Zeit und Raum zu erforschen. Olmekische Monumente. Jetzt haben wir einen bemerkenswerten Fund, der im August 2022 in Tenosique in Mexiko gemacht wurde. Dort haben Archäologen eine Reihe von massiven olmekischen Monumenten gefunden, einschließlich eines Paares von geschnitzten Kalksteinreliefs. Die Reliefs stellen olmekische Herrscher in einer rituellen Kontorsionistenpose dar, von der gesagt wird, dass sie den Sauerstoffgehalt im Gehirn reduzierte und dadurch einen tranceähnlichen Zustand hervorrief. Die Olmeken glaubten, dies sei ein göttlicher Prozess. Solche Darstellungen sind extrem seltene Entdeckungen, daher sind die Archäologen im Land begeistert. Jedes der Reliefs ist groß, rund 1,50 Meter im Durchmesser, und zeigt auch große Gesichter, die Diademe und Spiegel mit olmekischen Kreuzen in ihrem Zentrum tragen. Es ist sehr schwer zu sagen, wie alt diese antiken Kunstwerke sind, aber dieser Teil von Tenosique in der Nähe des Flusses Usumacinta war ein wichtiges olmekisches Bevölkerungszentrum während der formativen Periode der Olmeken vor etwa 2900 Jahren. Experten für alte südamerikanische Kunst sagen, dass der Stil der Reliefs vom frühen Maya beeinflusst worden sein könnte, aber das ist eine umstrittene Behauptung, für die es noch nicht genug Beweise gibt. Die Mayas wurden schließlich vor etwa 25.500 Jahren in diesem Teil des Landes dominant. Mosaikboden. Das Finden eines alten römischen Mosaiks in Italien klingt vielleicht nicht besonders selten oder unwahrscheinlich auf den ersten Blick, aber warten Sie, bis Sie hören, wo dieses gefunden wurde. Es ist der wunderschöne Boden dessen, was einst eine riesige römische Villa gewesen sein muss, und er wurde unter dem Schlamm und Gras eines Weinbergs in Valpolicella, etwas nördlich von Verona, gefunden. Das Frustrierende an dieser Entdeckung ist, dass sie schon vor einem Jahrhundert hätte gemacht werden können. Archäologen bemerkten die Präsenz römischer Artefakte im Weinberg im Jahr 1922, entschieden aber, dass es keinen Sinn machte, weitere Grabungen vorzunehmen, und ließen die Stätte in Ruhe. Hätten sie noch ein paar Zentimeter tiefer in die Erde gegraben, hätten sie den Mosaikboden, der mit fantastischen Darstellungen von Vögeln und Früchten bedeckt ist, dort und dann gefunden. Der Weinberg ist Teil einer Gemeinde, sodass alle weiteren Ausgrabungen mit der Erlaubnis der Bewohner der Gemeinde durchgeführt werden müssen, die vermutlich finanziell für den temporären oder dauerhaften Verlust ihres Weinbergs entschädigt werden müssten. Diese zusätzliche Komplikation könnte bedeuten, dass die vollständige Villa niemals ausgegraben wird und wir nie eine Antwort auf die Frage erhalten, wer je dachte, dass es eine gute Idee war, einen Weinberg auf einem Mosaikboden anzupflanzen. Mysteriöse Mumien.
Insgesamt 14 Prä-Inka-Mumien wurden kürzlich an der archäologischen Stätte von Cajamarquilla in Peru, nicht weit von der peruanischen Hauptstadt Lima, entdeckt. Die Mumien sind zwischen 800 und 1000 Jahren alt. 6 von ihnen sind Kinder, aber der Rest sind Erwachsene. Nur 2 der Erwachsenen sind weiblich. Es ist möglich, dass die Überreste mehrere Generationen derselben Familie repräsentieren, aber es gibt eine andere Theorie. Einige der für den Fund verantwortlichen Archäologen vermuten, dass sie zum Zeitpunkt der Beerdigung einer lokalen Elitefigur geopfert worden sein könnten, deren Grab hier in 2021 in der Nähe gefunden wurde. Sie sollten im Jenseits Diener der Elitefigur werden. Es gibt jedoch hier einige Beweise, die dieser Idee widersprechen. Die Mumien wurden mit persönlichen Gegenständen begraben, einschließlich Strickwerkzeugen, keramischen Töpfen und Kalebassen. Opfer von Menschenopfern wurden in der Regel ohne jegliche Grabbeigaben begraben, also sind diese Menschen vielleicht doch diesem grausamen Schicksal entkommen. Die präkolumbianischen Völker der Anden glaubten, dass der biologische Tod den Übergang der Seele in eine andere Welt markierte, daher war die Angst vor dem Tod möglicherweise nicht verbreitet. 1300 Jahre altes Schiffswrack. Wissenschaftler haben seit seiner Entdeckung gegen die Zeit gekämpft, um unsere nächste Entdeckung zu retten. Es handelt sich um ein 1300 Jahre altes Schiff, das in Frankreich gefunden wurde und ein außergewöhnlich seltenes Design aufweist. Das Schiff könnte für Historiker und Forscher von enormer Bedeutung sein, könnte aber möglicherweise nicht lange genug erhalten bleiben, um es untersuchen zu können. In ihrem aktuellen Zustand sind die Eichen, Kastanien und Kiefernbalken des gesunkenen Schiffs so empfindlich, dass sie alle 30 Minuten bewässert werden müssen, um sicherzustellen, dass sie nicht zerfallen. Das 12 Meter lange Boot wurde Anfang 2022 am Ufer der Garonne im Südwesten Frankreichs gefunden. Aber die Baumaterialien, aus denen es besteht, wurden seit dem Tag, an dem es sank, nicht mehr von Luft oder Licht berührt. Das macht sie extrem anfällig. Radiokarbon-Datierung weist darauf hin, dass das Schiff zwischen 680 und 720 sank und auf der Grundlage dessen, was wir über die französische Schiffsarchitektur des Mittelalters wissen, bemerkenswert fortschrittlich ist. Es könnte das erste Schiff seiner Art gewesen sein oder ein experimentelles Schiff, das nach dem Untergang als Fehlschlag angesehen wurde. Wenn wir das Wrack nicht genug stabilisieren können, um es ordnungsgemäß zu untersuchen, werden wir es vielleicht nie erfahren. Alter Pfeil. Die Eisschichten eines Teils von Norwegen schmelzen. Ob Sie glauben, dass dies auf den vom Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen ist oder nicht, liegt bei Ihnen. Aber Sie können nicht leugnen, dass es ein Problem darstellt. Innerhalb dieses Problems gibt es jedoch eine Chance für Archäologen, die Artefakte bergen konnten, die seit Jahrhunderten im Eis feststeckten. Eines dieser Artefakte ist dieser 1700 Jahre alte Pfeil, der sich noch in nahezu makellosem Zustand befindet. Er ist in einem so guten Zustand, dass noch ein Stück Federbefiederung daran befestigt ist. Der Pfeil wurde aus dem beschrieben, was als tiefster Kern der Eisschicht bezeichnet wurde, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise von Jägern abgefeuert wurde, die Kreaturen in das Zentrum des Eisschilds verfolgten, wo sie sich während der Sommermonate vor Insekten, die sie hätten beißen können, schützten. Das vordere Ende des Pfeils ist fein zulaufend, aber das hintere Ende des Pfeils ist breit genug, dass wir verstehen, dass der Bogen, der die Waffe abfeuerte, ungewöhnlich dick war. Zusätzlich sind noch Spuren des Teers vorhanden, der die Befiederung am Schaft befestigte. Unser Wissen über die Handwerksfähigkeiten der antiken norwegischen Jäger wurde durch dieses einzelne Artefakt erheblich verbessert. Tonzahlenfigur. Wir haben eine Tonzahlenfigur, die im Juli 2022 in Bayern, Deutschland gefunden wurde. Es handelt sich um ein ziemlich rustikal aussehendes Artefakt, aber Historiker denken, es könnte eine Darstellung einer prähistorischen Wassergöttin sein. Die beste Schätzung der Experten ist, dass es irgendwo zwischen 2500 und 2800 Jahren hergestellt wurde, was bedeutet, dass es eine Reliquie der Eisenzeit ist. Das passt zu der Tatsache, dass es in der Nähe der Überreste einer Siedlung der Hallstattzeit nahe dem Unkenbach-Tiefland gefunden wurde. Die Hallstattkultur dominierte einst diesen Teil Westeuropas, beginnend in der späten Bronzezeit und bis in die frühe Eisenzeit. Obwohl die Figur in rauem Zustand zu sein scheint, zeigt sie keine Anzeichen der Art von gerundeter Verwitterung, die man von hydraulischer Einwirkung erwarten würde. Das legt nahe, dass sie absichtlich in der Rinne, in der sie gefunden wurde, deponiert wurde, was es sehr wahrscheinlich macht, dass es sich um eine Weihegabe handelte und weiterhin die Idee unterstützt, dass sie mit einer Wassergöttin verbunden sein könnte.
Die Rinne wäre ein heiliger Ort für rituelle Opfergaben wie diese gewesen. Dies könnte eine Gewohnheit sein, die die Menschen der Hallstattkultur von den Kulturen rund um das Schwarze Meer übernommen haben, die vor 5000 Jahren begannen, Figuren wie diese zu fertigen. Dresdens Silbertrophäe. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, wurde viel Kunst und wertvolles Eigentum aus deutschen Städten geplündert. Unter den gestohlenen Gegenständen befand sich eine versilberte, vergoldete Armbrusttrophäe aus dem frühen 17. Jahrhundert, die aus den zerbrochenen Überresten des Dresdner Rathauses entwendet wurde. Das unschätzbare Artefakt fand seinen Weg in die Vereinigten Staaten von Amerika und wurde jahrzehntelang im Philadelphia Museum of Art ausgestellt. Aber im Juli 2022 wurde es endlich in sein rechtmäßiges Zuhause zurückgebracht. Die Trophäe wurde dem Kurfürsten Johann Georg des Jetz von Sachsen verliehen, als er 16 und 18 im Quitsch-Sonnen-Armbrustschieß-Wettbewerb von Dresden gewann, aber er spendete die Trophäe dann der Stadt, wie es damals Tradition geworden war. Die Geschichte zeichnet nicht genau auf, wer sie zuerst aus Dresden mitnahm, aber sie wurde als nächstes in einer Privatsammlung in der Schweiz im Jahr 1956 gesehen. Der Besitzer der Sammlung vermachte die Trophäe 1977 dem Philadelphia Museum of Art. Das Museum war sich zu diesem Zeitpunkt nicht über den Ursprung des Objekts bewusst, fand es aber 2016 auf einer Liste verlorener deutscher Kunst. Von dort aus dauerte es weitere 6 Jahre, die Trophäe nach Hause zu bringen, aber letztendlich kam sie an. Das war's für heute. Was war euer Lieblingsmoment? Kommentiert, liken, teilen und abonnieren. Bis zum nächsten Mal.